Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Streckt bitte einmal alle Hände auseinander. Einmal Hände nach vorn, okay, super. Hände flach, Daumen nach unten, eine Hand über die andere, die Hände ergreifen und bitte so bleiben. Bis morgen früh, nein. Hast du die Jury bitte auch, die Jury bitte auch, okay? Okay, und jetzt Achtung, Daumen nach oben. Dankeschön. Ich gebe zu, die Nummer stammt nicht von mir, sondern damit eröffnet der wohl bekannteste Illusionist unserer Zeit, David Copperfield, allabendlich seine Show in Las Vegas. Ich bin ein Kind der 90er. Ich bin in den 90ern aufgewachsen und das war auch die Zeit der TV-Specials von David Copperfield. Und ich werde nie vergessen, wie ich als kleiner Junge im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß und David Copperfield dabei zusah, wie er den Orient Express hat verschwinden lassen, wie er durch die chinesische Mauer gegangen ist, wie er über die Bühne schwebte. Für mich als kleiner Junge war David Copperfield ein Held, weil er konnte Träume verwirklichen. Träume verwirklichen. Und für mich war eines klar, eines Tages willst du genau das können. Und eines Tages möchtest du David Copperfield persönlich treffen. Denn hey, der hat die Schiffer rumgekriegt, der weiß, wie es geht. Ja. Und ich finde, diese Nummer mit der Hand, die ist bekannt. Aber ich finde, sie ist so eine wunderschöne Metapher fürs ganze Leben. Denn auf der einen Seite hast du die Menschen, die auf der Bühne des Lebens stehen, die das Scheinwerferlicht des Erfolgs genießen, die ihre Träume, die ihre Wünsche leben. Und auf der anderen Seite hast du die Menschen, die ihr ganzes Leben lang im Publikum sitzen und anderen dabei zuschauen, wie sie ihre Träume leben. Hast du eigentlich noch Träume in deinem Leben? Ich bin mir sicher, jeder Einzelne, der hier heute sitzt, hat Träume in seinem Leben, weil sonst wäret ihr nicht hier. Viele haben das aber leider verlernt, in ihrem Leben zu träumen. Im Sommer 2010 ging für mich persönlich dann ein ganz, ganz großer Lebenstraum in Erfüllung. Ich durfte nach Las Vegas fliegen. Ich werde nie vergessen, wie ich mit der Lufthansa langsam auf den McCarran International Airport zuflog. Und ich hatte großes Glück. Die Lufthansa hatte etwas Verspätung. Es war nämlich schon dunkel in Las Vegas und ich sah dieses grandiose Licht des Boulevards, des Las Vegas Strips. Und dann war ich im MGM Grand, da wo David Copperfield heute übrigens noch auftritt. 5-mal die Woche, teilweise 3-mal pro Tag. Und ihr alle wisst, David Copperfield ist nicht mehr der Jüngste. Und ich habe immer an meine Träume, ich habe immer an meine Wünsche geglaubt. Und mein Traum, wie gesagt, war es, David Copperfield einmal zu treffen. Und ich danke dem lieben Gott dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, denn nach seiner Show, ich habe mir die Show angeguckt, ich kann sie übrigens nur jedem empfehlen, grandios, durfte ich ihn live und in Farbe nach seiner Show treffen. Er hat nicht viel Zeit gehabt, ist absolut in Ordnung. Und er sagte zu mir, du pass auf, es freut mich, dich kennenzulernen. Und du hast jetzt genau eine einzige Frage, die du mir stellen darfst. Und ich habe ihn gefragt, David, wie kann ich meine persönlichen Träume verwirklichen? Und dann holte er einen Salzstreuer, einen ganz normalen Salzstreuer, holte er raus und sagte, du pass auf Sven, es ist ganz einfach. Er ballte eine Faust, das Leben bietet dir so viele Möglichkeiten. Mal ganz offensichtlich, mal vielleicht aber auch etwas versteckt. Und er sagte, das Problem ist aber, dass die meisten Menschen die ihnen gegebenen Chancen überhaupt nicht nutzen. Nutzt du eigentlich deine Chancen, die dir das Leben gegeben hat? Und ich habe verstanden, was Copperfield mir eigentlich sagen wollte. Und dann sagt er, mein Freund, ich muss gleich wieder zur nächsten Show. Aber einen einzigen Tipp, den möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Er sagte, Sven, greif zu den Sternen. Halt die Sterne fest, denn eines kann ich dir sagen, das Leben hat verdammt viele Chancen zu bieten.